So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Ich war kurz verwirrt, aber ich bin wieder da. Und zwar, langsam ruckelt das Spiel und das ruckelt manchmal sehr heftig und das verwirrt. Aber ihr seht, wir sind grün. Ja, warum sind wir grün? Weil hier hinten Strom fehlt. Und ja, die Sache ist die, wir kommen hier nicht mit dem Strom rum. Warum ist der auf Abrissmodus? Nicht abreißen. Weil er hat ja den Abrissmodus ausgewählt. Ich aus Versehen. Ich wollte aber hier gucken. Also wir kommen hier nicht mit dem Strom rüber. Und ich dachte erst, wir gehen hier nach hinten. Das würde auch gehen, theoretisch, nicht? Bis hier und so, alles schön. Aber leider geht Strom nicht über kleine Häuschen drüber. Das ist so ein bisschen lächerlich in dem Spiel. Das heißt, hier würden wir vielleicht noch rüberkommen, aber von hier kommen wir nicht weiter, weil der Müllplatz im Weg ist. Ja, der Müllplatz ist im Weg. Und hier ist zu eng auf der Seite, da kommen wir also auch nicht lang. Und ja, das heißt, hier wäre ein Endpunkt. Oh, diese Hubschrauber. Aber wir können hier hingehen. Ich meine, hier würden wir an die Autobahn eh nichts bauen und von hier können wir wieder rüber in die Richtung. Und dann können wir unseren Fehler erstmal ausbügeln, indem wir hier ein bisschen Strom hinsetzen. Und wir brauchen theoretisch auch nicht die ganz großen Stromdinger hier hinten, weil wir davor eh nur die kleinen haben. Deswegen würde ich die ja auch hier nehmen. Ich meine, die schaffen 15 Megawatt, die anderen 18. Das ist jetzt auch nicht die Welt mehr. Zack. Und ja, das stört er doch auch nicht. Und dann haben wir da wieder Strom, von dem wir abgehen können. Sehr gut. Unterirdische Stromkabel. Eigentlich eine sehr gute Idee, aber die unterirdischen Stromkabel schaffen sogar nur 12 Megawatt. Anstatt 15. Und eine Industrie darüber anzuschließen, wo hier hinten schon immer mehr abgegangen ist, also ich weiß gar nicht, wie viel hinten ankommt. Da muss man ja auch so ein bisschen drauf achten. ...0,07 Megawatt. Also, ja gut. Ich glaube, wir sind in Regionen, wo wir das nicht mal bei Weitem ausreizen. Ich könnte wahrscheinlich hier Stromkabel von... Hier ist ein 14er. Okay. Aber warum ist der nicht zwischen 13 und 15? Egal. Wahrscheinlich könnten wir sogar hier so einen 6er bauen die ganze Zeit, so einen kleinen. Das würde trotzdem reichen. Stimmt schon. Eigentlich könnte man es unterirdisch machen. Aber ich mag's, wenn die Industrie mit oberirdischem Strom versorgt ist. So, das können wir auch schon mal bauen lassen. Achso, das ist ja gebaut. Und das ist angeschlossen. Okay. Und dann brauchen wir Verzweiger. Ich würde hier ein großes Verzweigungsding bauen. Weil hier ist so viel Industrie und so viele Richtungen und hier soll es auch weitergehen, dass ich vielleicht so ein hier in die Lücke setzen würde. Der könnte zwei Stromanschlüsse kriegen und ganz viele Verzweigungen. Und die würden dann unterirdisch gehen. Nicht? Dann können wir dem viel besser verteilen, den Strom. Würde ich eigentlich machen. Sieht, glaube ich, auch gut aus. Und ja, einfach erstmal anschließen. Zack. Dann brauchen wir noch die Verteilerhäuschen. Strom und ja, welche bauen wir? Eigentlich sind die Modgebäude am besten. Die mit Fußweg, nicht die Modgebäude. Vielleicht hier zwischen eins. Hier stört keiner. Aber hier könnte auch gut Wasser hin. Vielleicht hier. Ja, hier ist doch gut. Hat die Industrieanlage schon eine Feuerwache? Jawohl. Und zwar haben sie diese große Feuerwache hier, die über die Autobahn die erreichen kann dann. Ist aktuell noch nicht ganz angeschlossen, nicht? Gut. Das kommt dann. Okay.
Er zeigt mir leider nicht geplante Stromsachen an. Aber eins hätten wir hier. Dann würde ich hier nochmal irgendwo eins vorsehen. Vielleicht... Da könnte auch Wasser hin. Wir brauchen auch hier hinten für die Türme Strom. Dann baue ich eins vielleicht eher hier hinten hin. Dann haben die hier auch alle Versorgung. Hinten wollte ich auch nochmal eins bauen. Sicher ist sicher. Wenn jetzt kein anderer Strom hier rüberkommt, dann sind die nämlich auch nicht so ausgelastet. Und einer muss noch nach hier unten. Ja, hier zwischen. So. Ich glaube, dann haben wir alle abgedeckt. Wenn da Stau ist, Stau gibt's hier nicht. Feuerwache und Autobahn ist keine gute Idee. Ja, aber hier klappt das alles. Den Stau kannst du auch auf der einzelnen Straße eher haben, als auf der zweispurigen, nicht wahr? Also eher hast du hier ein Problem, als wirklich auf der Strecke dann später. Aber grundsätzlich, ja, kann das ein Problem werden. So, wir gehen hier... Ich gehe mal 12 Meter runter mit den Stromkabeln hier. Weil ich hatte gemerkt, im anderen, da gab es doch schon sehr große Probleme. Und wir müssen ja auch unter dem Fußweg. Ja. Könnte sein, dass wir, ja, bei 12 Metern nämlich drunter durchkommen. Sehr gut. So, Nummer 2. Wo war der andere? Da. Am besten immer gerade rausgehen. Und nach hinten haben wir noch einen. Okay, das kriegt er nicht hin. Erstmal hier. 12 Meter runter. Ich glaube, hier in die Richtung ist besser. Ja, so vielleicht. Und dann müssen wir irgendwo nach da oben. Wo hatte ich den? Da hinten. 12 Meter runter und... Ja, okay, das habe ich ein bisschen zu kurz gebaut. Oder das hier vielleicht ein bisschen zu lang. Oder das hier ist eher das Problem. Das ist ein bisschen zu kurz. Das müssen wir nochmal neu machen. So. Ich lasse halt immer ein paar Abstand. Falls man da irgendwo nochmal rangehen will oder muss. Dann hat man da ein bisschen Reserve. Okay. Hier müsste vielleicht auch noch einer hin oder hier. Ja, in die Richtung brauchen wir noch einen. Aber gut, den bauen wir, wenn wir das hier bauen. Erstmal wichtig, dass wir die Stromkabel haben. Bei deutschen Autobahnen ist es ein Problem. Rettungsgasse funktioniert da sowieso nicht. Aber da funktioniert ja so oder so nichts, egal was du machst. Wenn Menschen doof sind, dann hilft auch das beste System nicht. Oh, er baut hier fleißig die Brücke. Ja, wir können die Beschleunigung nicht mehr verwenden. Machen wir das Overlay aus. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Weil wir sonst zu viel Arbeitslosigkeit bekommen und hier keine Leute mehr ins Wasserwerk kommen. Man sieht's. Das geht ganz schnell in die Hose.
Die sind echt am Ackern. Also das ist kurz vorm Kippen. Wir sind bei 9000 Einwohnern auch. Ich hatte die Geburtenrate erforscht, dass die runtergeht, weil das echt ein Problem war. Aktuell forschen wir noch an einer Impfung, nicht wahr? Wir haben inzwischen 6342 Leute mit Abschluss, aber die Häuser hier sind noch nicht ganz voll. Da haben wir also noch Reserve von so 200 Leuten. Neuer Fahrzeugtyp, auch egal. Ich glaube aber, bis auf das Ding ist alles fertig erstmal. Bedeutet, wir brauchen hier Wasser und Strom noch. Strom und Wasser und Abwasser, so rum. Wo haben wir denn das letzte Abwasser-Dingsi? Hier. Okay. Das heißt, wir können eins hier hinbauen. Das wäre gar nicht schlecht. Die Straße benutzen wir eh nicht. Und hier muss auch noch irgendwo eins hin. Oder wartet. Ja, die Stadt hat ihr eigenes System. Ja, dazwischen kommen wir nicht ran. Vielleicht hier. Ja. Wäre auf jeden Fall gut, wenn wir... Ah, das hier ist noch nicht fertig geplant, nicht? Die Straße. Vielleicht hier? Nee, da kommen wir nicht ran. Warte, wir machen es hier hin. Oh oh. Hoffentlich reicht das vom Abstand her. Bin gespannt. Weil ich weiß auf jeden Fall schon, wir haben eine Stelle, wo wir kein Abwasser hatten. In der einen Mine. Und das ist natürlich ungünstig. Weil da die Arbeiter krank werden. Die haben auch kein Frischwasser. Und das ist das große Problem, warum die Zufriedenheit nicht über 90 geht. Die sind da ziemlich piss drüber, verständlicherweise. Okay, dann hätten wir erstmal grundsätzlich Abwasser hier. Und jetzt brauchen wir noch die Kanäle. So, der wäre da. Genau, und die da hinten ist nämlich nicht mit drin. So, das heißt, hier wäre eins gut. Das könnte daran, wenn wir es vielleicht, ja, hier hinbauen vielleicht irgendwo. So. Damit sind dann fast alle abgedeckt. Und an den hier... Ja, dann hier am Fußweg. Ja, wunderbar. Ich baue das lieber ein Stück höher. Falls wir da hinten noch irgendwas haben. So. Wo ist die Kläranlage? Das ist eine gute Frage. Wir haben noch keine. Und ich glaube auch nicht, dass wir noch eine bauen werden. Weil es da, ja, sagen wir mal, Komplikationen geben würde, die wir nur mit dem Tod der Stadt bezahlen könnten. Von daher werde ich, glaube ich, auf ein Klärwerk verzichten. Der ist falsch rum. Aber das ist genau der, aber der ist falsch rum. Oh Mann, warum bist du denn manchmal falsch rum, du Scheißteil? Wer baut dich denn so? Ich natürlich, ich weiß. Okay. Wege bestätigen. Oberirdisch, bitte bauen. Und wo sind die anderen? Da.
Der ist auch falsch rum. Aber wir könnten hier das anders machen. So. Dann hätten wir auch Abwasser geschaffen. Die Industrie hätte also Wasser, Abwasser. Und wir müssen mal den Bahnhof bauen. Das wäre natürlich gut. Und die würden über den Tunnel jetzt die beiden Fabriken sogar erreichen. Sehr gut. Und wenn der Weg hier gebaut würde, sogar mit weniger Anbindung. Ja, dann müssen wir hier mal einen temporären Bauweg vorsehen. Ja, das geht natürlich nicht. Warum sie das nicht durch das Gebäude bauen können? Da, so kommen wir durch. Ich weiß gar nicht, was die hier anfangen zu bauen. Fußwege. Aber ich habe hier nicht auf Baustart gemacht. Das ist von alleine passiert. Wo geht das Abwasser hin? Na, wie immer noch von Anfang an in dieses wunderbare Ding hier. Ich meine, es hat eh keinen Nachteil, glaube ich. Wir könnten Umweltverschmutzungsscanner hinstellen. Das wäre mal eine Möglichkeit. Vielleicht sieht der was, aber... Wir können mal gucken, was bei dem hier ist. Der hat noch keinen Strom. Okay. Lecker, auf jeden Fall. Frischwasser fehlt uns noch. Wo ist der letzte Frischwasseranschluss? Da oben? Nee, doch, da... Hier. Okay. Ich würde sagen sogar, der kommt hier hin. Dann haben wir da ein... Ich halte Wasser und Abwasser immer gerne zusammen. Aber hier mit dem Strom, das wäre doof, weil der da gerade hochgeht. An der Stelle ist nicht gut. Vielleicht hier hinter... Aber da ist auch blöd. Vielleicht so? Ja. Hier ist schlecht. Schlechte Stelle. Einmal da, vielleicht eher nach hier. Das Problem ist, ich sehe weder Wege noch irgendwas gerade. Vielleicht eher in dem Modus. Das ist der Bahnhof. Vielleicht hier. Da könnt ihr hin, oder? Ah, da sind die Stromkabel. Pff. Nee, das ist auch blöd. Da sind Schienen. Hier sind auch Stromkabel eventuell. Ja, dann doch hier. Und der kriegt seinen Weg da hinten ran. Stau. Nichts Wichtiges. Alles gut. Jetzt noch die schönen Wasserkäbelchen. Ran die Dandy. Warum geht das nicht? Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Welche? Welche? Die Schienen. Die oberirdischen Schienen sind im Weg. Für Wasser oder was? Wow. Ja, dann... Dann machen wir den hier hinten hin.
irgendwo. Am besten wäre dann hier. Aber der andere ist ja da. Der nächste ist wo? Wo ist denn der andere, den ich geplant habe? Irgendwo hier, da. Könnte ich von da nach da durch? Auch nicht. Okay, wir müssen also unten um. Warum? Also, das ist auch Quatsch. Warum? Vor allem die Schiene ist an der Stelle meterweise hoch. Warum muss ich hier 6 Meter runter? Ich meine, das ist eine Brücke. Das macht halt gar keinen Sinn. Wo kommt das Trinkwasser her? Aus dem Brunnen. Die pumpen wir hier hinten. Aus dem wunderschönen Meer pumpen wir es. Bei den Maya-Ruinen, wo das Blut ins Meer gesickert ist. Aber wer von Anfang an zuguckt, der wüsste das. Deswegen guckt alle Folgen nach. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den hier hin. Und hoffen, wir kommen da durch. Aber warum das mit der Brücke da so ein Tara ist? Sehr merkwürdig. Okay, aber so kommen wir auf jeden Fall dran vorbei. Ja, bau irgendwie so. Und dann brauchen wir hier noch die Frischwasserverteilis. Du bist einmal da. Oh, hier brauchen viele Frischwasser. Jetzt ist das Blöde. Eigentlich brauche ich den gar nicht an der Stelle. Der ist viel zu dicht dran. Das ist Quatsch. Dadurch, dass der jetzt hier ist, brauche ich den hier ja nicht mehr. Dann können wir nämlich den hier viel weiter nach da setzen und dann ist das vielleicht noch sinnvoller. So, mal gucken, ob wir da rankommen. Ich glaube nicht. Doch. Das gefällt mir besser. Okay. Dafür machen wir hier den Wasserverteiler. Okay, der muss hier hin irgendwo. Am besten neben dem Abwasser. Sehr schön. Abwasser ins Meer und aus dem gleichen Meer Trinkwasser holen? Nee. Guck mal, das geht hier in das Meer und aus dem holen wir das Trinkwasser. Das ist sauber getrennt. Okay, wir haben da. Oben haben wir keine, dann. Ja, hier wäre gut. Aber hier ist halt Strom. Strom und Wasser vertragen sich nicht so gut. Müssten wir eher hier hin irgendwie. Was ist hier? Nix. Ja, dann ist hier perfekt. Und dann können wir. Ah ja, hier ist ja der Wasseranschluss. Ja, das ist ja. Da müssen wir nicht mal so viel bauen. Ja, optimal. Sehr schön. Dann ist eigentlich das Einzige, was hauptsächlich fehlt, diese Brücke mit Schienen, die sie bauen müssen. Und unser geniales Stellwerk ist fertig. Auch wenn hier die eine Schiene rüber fehlt, weil das nicht mehr ging, warum auch immer.
Und welcher fehlt? Der hier, hier, die hier fehlt. Die auf den hier, das ging nicht. Weil das irgendwie ein Ticken zu weit vorne ankam. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht ändern konnte. Das auch noch als Baustelle. Weil er da nicht rankommt. Ah gut. Ist halt so, wie es ist. Ich glaube eh nicht, dass wir das hier jemals benutzen werden. Außer wir wollen Kohle exportieren. Könnten wir natürlich machen, wenn es irgendwie eine Weltwirtschaftskrise gibt. Ziege haben wir gut verbraucht. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn in diesem Monat oder im letzten Monat exportiert. Kleidung, Bitumen, Stoff, Treibstoff, Öl und Müll. Ja, den Müll, um den wollen wir uns kümmern. Und was haben wir importiert? Elektronik, Chemikalien, nur ein bisschen Stahl. Und das war's eigentlich. Also Elektronik und Chemikalien sind jetzt unser Problem. Wie alt werden deine Einwohner? Berechtigte Frage. Die Durchschnittslebenserwartung beträgt 84,4 Jahre. War schon mal auf 86 hoch. Aber wir halten bis auf kurze Einbrüche auf jeden Fall 80 Jahre, Mitte 80 als Ziel. Ich hatte schon Spielstände, wo die durchaus über 90 wurden. Aber das schafft man eher am Anfang, wenn man so die erste Stadt hat, wo sie sehr zufrieden sind. Hier war zum Beispiel mal 86,5, 86,6. Ja, wir kümmern uns ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr um die Bevölkerung, quasi. Und die letzten Trabis werden gebaut. Das ist 91. Fast alle haben Radio, fast alle haben Fernseher. Vor allem, es wird jetzt nochmal mehr. Ach, weil 1990 ist. 91. Ah, klar. Macht Sinn. Ich sehe, hier gibt es ein Problem. Hier gab es ein Feuer, kann das sein? Die kriegt man da nicht mehr raus, weil man die nicht einem anderen Ding zuweisen kann. Ja, gut. Man könnte jetzt laden, aber ich weiß halt nicht, wann das passiert ist. Ich kann die nicht mehr löschen hier irgendwie. Okay, jetzt fahren sie wieder. Aber irgendwie nur einer. Da hatten sich einfach irgendwelche von denen, ja, verkantet. Das ist natürlich immer ungünstig, wenn sowas passiert. Ja, der Stau ist auch normal. Wenn gerade keine Ernte ist. Düngerfahrzeuge, gut. Das wird immer einmal gedüngt und dann müssen die fahren. Wie viele Computer gibt es schon? Stand ja da. 4707. Stetig steigend jetzt. Also einer pro Sekunde fast. Oh, jetzt sind zwei weg. Drei weg. Vier weg. Oh, die Computer gehen kaputt. Oh, oh, oh. Wir hatten aber schon mal mehr Computer. 4854, 899, 4901 war das höchste. Fernseher gehen aber steil nach oben und Radios vor allem. Ich frage mich immer noch, wo die 1000 ohne Abschluss herkommen. Und die 1300 mit normalen Schulabschluss. ...800 Arbeitslose.
Durchschnittsalter aktuell 36 Jahre. Wir hatten schon mal ein höheres Durchschnittsalter, ist jetzt wieder gesunken, nicht? Wir sind langsam in so einer demografischen Kurve, wo es hoch, runter geht. Weil wir halt die Geburtenrate erforscht haben, ist sehr wichtig. Wir haben über 9000 Leute, aber noch keiner ohne eigene Wohnung. Das ist super. Die PCs importiere ich nicht mehr selber. Ich importiere Elektronik und die Leute bauen anscheinend den Computer selber da draus. Elektronik ist ja sehr weit gefasst. Also, man kann Elektronik selber herstellen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir haben nicht mal die Bauindustrie geschafft in 30 Jahren. Ist vielleicht auch ein bisschen falsch gewesen. Aber es ist, wie es ist. Irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass wir das bisher gebaut hatten, ne? Es war immer irgendwas, was dann Jahre gedauert hat. Und ich glaube, wir sind aber gut durch die Jahre gekommen. Wir haben 15 Millionen auf der sicheren hohen Kante. Oh, Stahl ist bald alle. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir aus Stahl brauchen, erstmal fertig. Wir könnten auch eine Sache machen. Und zwar könnten wir der Müllabfuhr sagen. Nee, nicht Bauschutt. Nochmal. Alle Gebäude. Nochmal das. Nicht Bauschutt, sondern gemischter Müll. Kann hier hin. Und Metallschrott darf hier hin. Genau. Das könnten wir schon mal hier hinliefern lassen. Dann könnten wir dieses wunderschöne Lager bauen lassen. Und den Tunnel. Und dann könnten wir den Müll zumindest erstmal zu Metallschrott wieder verarbeiten. Wir könnten natürlich auch mehr Fahrzeuge recyceln lassen. Die können nicht mehr gemischten Müll exportieren. Ach so, deswegen recyceln die nicht. Der Müll ist voll. Da stimmt, da brauchen wir auch ein Fahrzeug. Das habe ich auch übersehen. Okay, wir kaufen mal Müllfahrzeuge. Müllwagen. Wo sind sie? Gesamtkapazität. Der kann mehr, aber ich weiß nicht. Wir holen mal zwei von denen. Das sollte reichen. Hast du schon begonnen, ein Mobilfunknetz zu bauen? Das gibt's im Spiel nicht. Das gibt bei City Skyline 2 und das Spiel ist soeben abgestürzt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, man merkt, es ist, glaube ich, so langsam an seiner Grenze, das Spiel angelangt. Alles zu verarbeiten, nicht wahr? Warten wir kurz, bis es geladen ist. Starten. Aber ich habe jetzt nichts irgendwie gemacht, wo ich sagen würde, ah, darum könnte es abgestürzt sein. No. 6. Juni um 21.55 Uhr, vor 3 Minuten. Au. Hatten wir jetzt die... Ich weiß immer nicht, ob ich dann was gekauft hatte oder nicht. Aber ich glaube nicht. Das heißt, beim Kaufen der Müllfahrzeuge ist er anscheinend abgeranzt.
abfallen. Was macht er hier? Ach, er repariert. Sehr gut. Das hier hatte ich in Auftrag gegeben. Nee, das hatte ich hier noch nicht gestartet. Alles klar. Müllabfuhr. Hatte ich die jetzt eingerichtet dann? Nee. Da ist er abgeranzt bei. Alles klar. Wir wollten gemischten Müll dahin bringen lassen und Metallschrott. Wobei, wartet mal. Falsch. Metallschrott ist ja schon Metallschrott. Das heißt, Metallschrott kann direkt dahin. Das heißt, Aluminiumschrott kann direkt dahin. Und Bauschutt kann dahin. Ja, so rum ist es richtig. Biomüll, glaube ich, kann mit hier hin. Plastikmüll könnte hier irgendwo hin. Sondermüll muss nachher da hinten hin. Abwasser und Wasser, okay, das kann bleiben. Vielleicht brauchen wir auch noch ein paar mehr Fahrzeuge für die Müllabfuhr. Oh, ich glaube, hier fehlt ein Weg. Jetzt, wo ich das so sehe. Ja, den beiden fehlt ein Weg. Oder nur dir fehlt der Weg. Und der kann aktuell nicht gebaut werden, weil die Straße nicht freigegeben ist zum Bauen. Weil die keinen Anschluss haben. Weil die Straßen hier nicht freigegeben sind. Aber ich glaube, ich werde an den ganzen Sachen ja eh nichts mehr ändern. Das heißt, zumindest die Straßen können wir ja schon mal bauen lassen mit. Die Straße endet hier. Okay, warte. Die lassen wir mal nicht bauen. Okay. Haben sie wenigstens was zu tun. Ich guck mal, ruckelt es jetzt immer noch? Wir gehen mal auf schneller. Ruckelt nicht mehr ganz so doll. Das ist wahrscheinlich was im Hintergrund. Aber trotzdem, die Arbeitslosigkeit geht hoch. Also er berechnet trotzdem die Einwohner nicht mehr. Na, ja, das ist schlecht. Wasser kommt aber genug rein. Also Wasser ist das A und O, nicht? Alles andere ist egal. Aber wenn Wasser kurz nicht reinkommt... Oh, jetzt geht deswegen auch die Zufriedenheit runter. Okay, ich kann echt nicht mehr beschleunigen. Wir sind festgenagelt auf das langsame Tempo, was hier jetzt bei dem Bauzug besonders schwer zum Tragen kommt. Tja. Oh, und ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen hier hinten. Scheiße. Die hat mich alle nicht erinnert. Okay, das wird jetzt spannend. Wir brauchen eine Zugtankstelle. Die von beiden Seiten erreicht wird. Na, das kann was werden. Shit.
Alle nicht erinnert, es ist nur einer da. Wer weiß. Sind ja auch manchmal mehr da. Die sind auch alle schuld, weil sie nicht da sind. Alle ins Verderben gestürzt mich. Das heißt, wir müssten jetzt von hier daran. Und von hier daran. Okay, das ist doch einfacher, als ich dachte. Aber wir kommen von hier nicht daran. Das wird ein Problem. Da könnten wir das erst dahin bauen. Das wäre aber okay. Wir könnten aber auch das nochmal wegnehmen. Noch sind wir nicht so weit. Und das passt hier nicht zwischen mehr. Shit. Ich hatte es nochmal weggenommen. Mal gucken wir mal, ob das... Das würde gehen. Sehr gut. Das würde gehen. Und das würde natürlich dann auch gehen. Hoffe ich. Hoffe ich. Geht aber nicht. So würde es gehen. Aber wir wollen ja mit dem auch hier rüber hinweg. Oh, das wäre ein Chaos. Ich krieg das Chaos nicht anders aufgelöst. Außer wir bauen hier das Große hin. Und das geht nicht, weil da Strom ist. Okay, ich könnte es hier hinsetzen. Aber dann komme ich nicht mehr. Doch, komme ich. Okay, ja, dann kann es da hin. Alles okay. Hab nichts gesagt. Das ist nur die Frage, wie kommen wir von dem da ran? Gar nicht. Er muss auch so rumtanken können, der Zug. Dann gehen wir hier so weit nach rechts wie möglich, dann sollte es passen. So, das hier ist ja derselbe Zug. Okay, wir bauen da ein ganz kleines Stück, glaube ich, Feuer. So. Ja, das müssen wir anders lösen. Nochmal weg mit dir. Erstmal den ran. Das geht nicht. Das würde gehen. Sieht komisch aus. Der kann parallel hier ran. Und du sollst noch da ran. Jetzt ist so die Sache... Ja, das ist okay. Aber er kriegt keinen Weg hier durch. Shit happens. Kommen wir hier an der Seite dran vorbei? Weil wir kriegen sonst keinen Anschluss. Ich könnte höchstens an die Autobahn gehen. Aber das ist natürlich auch... Gut, da fährt ein Fahrzeug, nicht? Das ist jetzt... So ist besser. So ist besser. Wäre nicht die Welt gewesen, aber muss ja nicht sein. Ja, hier kann eh nichts hin. Das ist scheißegal, wie das angebunden ist. Hier passt weder ein Gebäude hin, hier sind Stromkabel, da passt kein Abwasser hin, hier passt kein irgendwas hin. Von daher, alles Wumpe. Das Gebäude hat immer noch keinen Strom. Ja, stimmt. Ist noch nicht ganz fertig. Müsste aber gleich fertig sein, der Strom. 99%.
Jetzt gehen alle in Feierabend, weil 0,58 Tonnen fehlen von irgendwas. Jetzt ist es da, wo alle im Feierabend sind. Also diese Baubüros sind wirklich... Wow. Wow. Ah, ich darf nicht so lange laufen lassen, so schnell. Naja. Muss ich mir echt abgewöhnen. Gute Nacht, Lightrow. Es gefällt mir jetzt doch ganz gut, so wie es ist. Nur die Ecke hier vielleicht nicht so. Aber es ist ja für ein einzelnes Fahrzeug. Ah, ich wollte noch gucken, genau. Und zwar, ich dachte, eine der Industrien braucht Wasser. Ja, du brauchst Wasser, nicht wahr? Shit. Die Industrie da braucht Wasser. Und zwar, was denn für Wasser? 85 Kubik, aber ganz schlechte Wasserqualität, 55. Das heißt, die kriegen noch einen Brunnen. Hier können wir einen automatisierten Brunnen bauen. Viel Spaß bei Geotastic morgen. Ja, morgen Geotastic. Aber wir spielen ja vielleicht sogar bis ganz spät. Also vielleicht kriegst du ja doch noch was mit dann. Ansonsten, wie ihr wisst, alle Folgen Geotastic auf YouTube. 120 oder so inzwischen. Der Brunnen hier, wie viel? 83% Wasserqualität. Ja, das ist ja Schmacko. Fatzig. Das dürfte doch reichen, oder? Ja, das Einzige... Der Tunnel ist so ein bisschen im Weg. Oh. Sehr schön. Dann kriegen die auch Wasser und dann kriegen wir auch Beton. Du gibst sowieso früh auf bei Geotastic, so wie ich dich kenne. Ah, gut. Das kann durchaus vorkommen. Je nachdem, wie gnädig das Spiel ist oder wie schwere Runden es uns reingibt, ist es dann natürlich vorher vorbei oder auch nicht. Mal gucken. Ich meine, bis die Schienen fertig sind, kann hier eh keiner rüberkommen. Ich würde sagen, ihr kennt es. Wir lassen das fertig bauen und in der nächsten Folge werden wir dann die Arbeiter fahren lassen in unsere Bauindustrie. Dann sollte auch Strom da sein, alles laufen. Wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss.